Ja, hallo Lieben, willkommen zurück in der Rappkiste von Rayman für die nächste Folge King's Quest. Wir müssen also ein Auge eines Scheusals holen. Das werden wir jetzt gleich mal versuchen. Pass auf, Kleiner. Oh, hallo, danke. Werte nicht Dame. Gerade hübsch, aber erfüllt seinen Zweck. Amaya Blackstone, sehr erfreut. Graham, die Freude ist ganz meinerseits. Schön, dass alle Brücken repariert werden. Alle Brücken? Nein, Kleiner. Der Auftrag ist erledigt. Mehr kann Daventry sich nicht leisten. Die können sich nicht mal das Öl für den Brösler da leisten. Meine eigene Erfindung. Oh, was macht ein Brösler? Er hebt, er hackt, er bröselt. Vor allem bringt er Geld ein, das ich dringend brauche. War kein Zuckerschlecken hier in letzter Zeit. Sieht ganz so aus. Daventry war bisher eine interessante Erfahrung. Ganz anders, als es in meinen Reisebüchern steht. Ich frage mich ernsthaft, ob es das Richtige für mich ist. Das liegt nicht an dir, Kleiner. Seit die Königin tot ist, geht's mit dem Königreich bergab. Und jetzt, wo die Brücken weg sind, kommt keiner mehr her. Es ist wie ausgestorben hier. Ich bin eine Frau der Tat. Und ausgestorbene Städte zahlen ihre Rechnungen nicht. Das sehe ich. Tja, ich sollte los. Vielleicht hat sich jemand in meinen Laden verirrt. Wenn du mal in der Nähe bist, komm vorbei. Linke Seite. Der Brösler. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den mal noch gut gebrauchen. Kein Zutritt. Baustelle. Okay, der Brösler. Links, dann müsste sie eigentlich die Schmiedin sein. Ist das richtig? Links war doch die Schmiedin. Achtung, Bienen und Alarm. Achtung, Bienen. Ja, okay. Hier können wir also nicht mehr lang. Und gehen wir mal schauen. Welches Ungeheuer könnten wir denn? Also, wie hast du ein Auge gefunden? Nun, ich habe in den nächsten Busch gehauen. Ein scheußliches Untier darin. Autsch! Hey! Er fasst da einfach mal rein. Da kannst du noch nicht einfach... Das ist doch Geldverschwendung. Das würde ich auch sagen. Geldverschwendung. Wie konnte ich das Untier herauslocken? Das soll ein Untier drin sein? Das ist doch sicher ein Hase oder so. Wir dürfen nichts Fluffiges, Knuffiges nehmen, Graham. Och, jetzt einen kleinen Umwandel. Schade, sie hätten wunderbare Kürbislaternen abgegeben. Mist, okay. Also, hier haben wir zwei Wege. Gehen wir links. Das letzte Mal sind wir zuerst rechts. Jetzt gehen wir links. Der hat jetzt noch einen Kürbis. Ein Riesenkürbis. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. In dem Kürbis waren entschieden zu viele Eichhörnchen. Oh ja, okay, das können wir dann wohl nicht merkwürdig. Verwenden. Merkwürdig. Ja, das ist wirklich merkwürdig. Etwas merkwürdig. Warum sind wir alle kaputt? Westen, Turnierplatz. Norden, Marktplatz. Süden, in der Entwicklung. Erscheint im nächsten Frühjahr. Toll. Ja, wir gehen zuerst mal links. Wir schauen mal, wo wir hier hinkommen. Hallo. Ich muss die alle pflücken, bevor ich nach Hause kann. Lass mich, damit ich hier fertig werde. Okay, vielleicht kann ich helfen. Kann ich hier ein paar abnehmen oder so? Ich bin fast fertig. Nee, kann ich nicht. Okay. Dann pflück mal du gut weiter. Wir gehen mal hier lang. Oh ja, das ist ein spezielles Horn. Aber auch das werden wir wohl nicht verwenden können. Ein neuer Horntyp. Das gleiche Ergebnis. Wieso hat es denn bei jeder Brücke solche Hörner? Können wir irgendwie die Brücke mit dem Ton nach oben fahren? Oder was ist hier die Bedeutung? Da hat es eine Froschfamilie, die tagt. Guten Tag. Ich war zu langsam für diese Frösche. Schön, wie Whisper hinten dran noch des Weges zieht. Ganz schön amüsant. Da kommen alle wieder zurück. Und dann springen. Dann springen alle wieder weg. Dieser Whisper. Ja, Whisper ist also dir, der. Ach mein Gott, hör doch mal auf. Also, Whisper ist definitiv der Typ, der mir am meisten. Auch der nächste Versuch schlug fehl. Okay, also das mit dem Fröschen, das läuft noch nicht so ganz. Da muss ich mir was einfallen lassen. Aber ich habe ja...
Da kommt der Whisper wieder. Whisper heißt doch eigentlich, heißt das nicht, wie heißt das schon wieder? Wie heißt das auf Deutsch? Whisper heißt auch eigentlich so tuscheln, also so leise sprechen. Ihr wisst schon, flüstern. Flüstern, das habe ich gesucht. Das heißt doch Whisper, da liege ich da falsch. Das trifft auf jeden Fall auf ihn nicht so ganz zu. Wie süß. Der Dachs wollte sich mit den Eichhörnchen anfreunden. Nun ja, oh. Da drin sind zwei Wölfe. Das sollte ich wohl... Sollte ich da reingehen? Ich glaube nicht, dass ich da reingehe. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott, jetzt geht ganz schön... Jetzt gehen wieder ganz schön viele Wege auf, wo wir ein bisschen die Rätsel zusammenkriegen müssen. Eine fehlende Glocke fällt sicher nicht auf. Eine Glocke. Okay, eine Glocke haben wir. Wer bist du denn? Wir verdanken König Edward viel. Sein Vermächtnis litt in seinen späten Jahren, doch er war ein großer Mann. Und er hinterließ mir ein Daventry, das zu dem Königreich wurde, das wir heute kennen. Danke, Sir Edward. Okay, schauen wir mal hier rüber. Die Ankündigungstafel war bis zur zweiten Turnierrunde verdeckt. Die Ankündigungstafel, ach so, okay. Schauen wir mal nach da hinten. Was haben wir denn hier? Und das sieht mir nach einer Falle aus, richtig? Wem gehört diese Falle? Oh, Mist. Eine bemerkenswerte Falle. Ich kann hier locker wieder runter. Das Fleisch werde ich nicht mitnehmen können, oder? Das ist doch... Das wird nicht gehen. Wird das gehen? Kann ich hier drauflaufen? Ja, dann falle ich runter. Das war klar. Okay. Ah, Zuckerpilze. Zuckerpilze? Okay, gibt es so etwas? Ich denke nicht. Aber ans Fleisch komme ich nicht ran, richtig? Leider nicht. Aber ich will das Fleisch. Da hängt Fleisch. Da hängt... Mist. Mensch, Mensch, Mensch. Was wohl die Babs dazu sagen wird, wenn hier einfach Fleisch hängt? Also gut, kommen wir hier sonst irgendwo weiter. Ich muss mir das alles ein bisschen versuchen zu merken. Ja, ich bin auch. Nicht, dass ihr einfach hier ein bisschen zuschaut. Ihr müsst da ja, schon ein bisschen mitdenken. Spektakuläre, schwebende Insel. Nur noch wenige Schritte. So schwebend, ihr werdet begeistert sein. Okay, nur noch wenige Schritte. Dann gehen wir zuerst mal nach oben und versuchen uns mal hier einen Überblick zu... Acorn. Was haben wir denn hier? Sollten wir hier... Oh, oh. Im Dunkeln weiterzugehen erschien mir wenig ratsam. Ja, ich glaube, das ist keine gute Idee. Okay. Ey, Acorn, was machst du denn? Sorge dich nicht. Die Wetzel werden jeden Moment eintreffen, Prinzessin Madeline. Die Wetzel, okay. Dann haben wir hier... Was haben wir denn? Ist das nicht... Das ist doch von dem Krämer. So. Ach Mist. Ich war nicht immer so ein Meisterbogenschütze wie jetzt. Wie wurdest du's? Dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Können wir vielleicht... Das wird nicht gehen. Etwas höher zielen. Nein, das geht nicht. Okay, okay. Ja, es gehen viele neue Rätsel auf. Jetzt müssen wir noch ein bisschen die Antworten finden. Da drüben kommen wir nicht weiter ohne Licht. Wollen wir uns mal diese Insel anschauen gehen? Können wir hier... Hier kommen wir nicht hoch, ne. Fast da. Die tollste und einzige schwebende Insel der Welt. Nicht gerade schwierig, die tollste zu sein, wenn man die einzige ist. Don't turn right. Nicht nach rechts. Da ist keine schwebende Insel. Was das wohl nun heißen soll, da gehen wir natürlich zuerst kurz hin.
Sternbeeren umrahmten eine friedliche Aussicht. Es störte nur der Bienenstock. Ja, der kann definitiv hier dieses Picknick etwas versauen. Liebste, du bist mein Ein und Alles. Ich habe kein Geld für einen Ring, doch ich kann nicht mehr warten. Willst du auf ewig die meine sein? Ich leg ihn besser zurück. Da scheint jemand etwas vorbereitet zu haben. Können wir das jemand sonst noch? Jemand hatte einen romantischen Abend vorbereitet. Ja, und wie? Sonst können wir hier... Nee, können wir nicht. Okay. Das mit dem Bienenstock, das könnte noch ungemütlich werden, wenn die hier rumtorteln. Kinder, hört nicht auf zu schreien, bis Fatih rangefahren ist. Alles klar. Ach nee, das ist die fliegende Insel, okay. Da wollte ich unbedingt mal hin. Jetzt sieht's aber so aus, als wäre das nicht ganz so die beste Idee. Tja, auch hier scheinbar keine Brücke vorhanden. Okay. Die fliegende Insel, alles klar. Ob wir wohl hier auch mal noch rauf müssen? Wahrscheinlich ja schon. Okay, lasst uns mal weiterschauen. Wir haben doch noch ein, zwei Wege, die wir noch nicht abgeklappert haben. Und die müssen wir jetzt noch untersuchen. Es sieht echt toll aus. Also, es ist echt wunderschön gemacht, diese ganze... Autsch. Ja, kaum sage ich es, habe ich ein Fleisch im Gesicht. Es ist echt wunderschön gemacht, diese Landschaft hier und alles. Sieht echt super aus. Ich stehe wohl besser auf dieser Seite. Der ist dann wohl etwas zu groß. Der ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Okay. Aber wir haben ja jetzt ein Fleisch. Können wir mit dem Fleisch vielleicht etwas mit den Wölfen? Ich meine, es sieht jetzt ziemlich so aus, auch mit der Höhle, dass wir ein Auge eines Löwen brauchen vielleicht. Hallo, meine zahmen Hündchen. Raus hier! Na los! Verschwindet! Husch, husch, haut ab! Miss Black. Ah, diese blöden Laternen gehen andauernd kaputt. Hört ihr, Chester, ihr alter Pfuscher? Nicht jeder hier ist so gewissenhaft wie ich. Leider sind Blauflammen das Einzige, was das Rudel vertreibt. Also muss ich immer wieder in ihrem Hexenladen einkaufen. Wetzelwölfe sind um diese Jahreszeit besonders aggressiv. Eigentlich ziehen sie zur Paarung in die Berge von Serenia, aber wie wir sitzen sie hier fest, bis die Brücken wieder im Einsatz sind. Hey, tust du mir einen Gefallen? Wenn ich kann. Hilfst du mir, das Hintertor geschlossen zu halten? Ich leite die Wetzelwolfwache hier in der Stadt. Wir bekommen sogar bald Abzeichen. Wenn du das Tor geschlossen hältst, kannst du Mitglied werden und ein Abzeichen haben. Na, das würde ich natürlich sehr gerne. Ich hatte nur noch eine Münze, als ich in die Stadt kam. Ich brauchte eine billige Lösung, um an ein Auge zu kommen. Gibt es hier irgendwo vielleicht eine runtergesetzte, so wie so ein Münzenmarkt, wo man sich billig ein Auge kaufen kann? Nicht? Okay, wir müssen hier irgendwie... Aber wenn wir rausgehen, können wir hier von draußen irgendwie die Tür verriegeln oder so? Können wir nicht. Okay, wir müssen hier immer sauber geschlossen halten. Können wir da noch etwas rohes Fleisch? Eine kleine Glocke bringt auch nichts. Okay. Moment, wie komme ich denn hier nochmal raus? Rechtsklick, okay. Nun gut, was tun wir mit der einen Münze? Was können wir denn tun? Was könnte man denn hier in der Schmiede kaufen?
Graham. Wenn du scharfe Sachen magst, bist du hier richtig. Wir haben über 23... Oh, Verzeihung. Ich hatte eine harte Nacht. Bin auf dem Boden aufgewacht. Mein Bett war futsch. Kaum zu glauben, oder? Was für ein Spinner klaut ein Bett, während jemand drin schläft. Und das Merkwürdigste ist, dass sonst gar nichts fehlt. Aber sieh dich einfach um und wenn dich was interessiert, sag mir Bescheid. Ach ja, also das mit dem Betten, ne? Das haben wir ja gesehen. Dieser Höhle waren eigentlich alle Betten. Oh! Hände weg, Graham, oder du bist es, der ein Auge verliert. Darf ich das nochmal sehen? Oh! Hände weg, Graham, oder du bist es, der ein Auge verliert. Also, ja, das ist... Du kannst einen Arbeitsauftrag erteilen, um etwas zu heben, zu fällen oder zu zerbröseln. Der Brösler kümmert sich dann darum. Okay, das ginge natürlich auch. Ob das alles nur eine Münze Hände kostet? Hände weg vom Brösler! Außer du hast 50 Goldmünzen für einen Arbeitsauftrag. Ja, ich habe eine. Machen wir einen Deal? Hallo. Hallo. Wo finde ich das Auge eines scheußlichen Untiers? Wisst ihr zufällig, wo ich ein Auge eines scheußlichen Untiers finden kann? Was für ein schöner Tag für ein Turnier. Meine liebste Zeit im Jahr. Feurige neue Rekruten. Der Klang aufeinanderprallender Rüstungen. Und das Spektakel. Der beste und hoffnungsvollste wird sich hervortun. Ich liebe es. Manche finden das Programm zwar barbarisch, aber ich bin stolz auf unsere Tradition. Wenn ich mit dabei wäre, würde ich mir die furchterregendste Bestie suchen, die ich finden kann. Den Mutigen gehört die Welt. Du wiederum hast ein gütiges Herz und würdest kein Tier erblinden lassen, um einen Wettstreit zu gewinnen. Deine Arme haben sich ja nie einen Bogen gehalten. Nein, du bist einfach zu nett. Aber vielleicht irre ich mich ja. Nee, du hast recht. Ich wurde auch immer als zu nett bezeichnet. Das ist schon so. Also wir könnten definitiv kein Tier erblinden lassen. Wir hatten ja schon eine Möglichkeit, den Drachen erblinden zu lassen, aber wir haben auch nicht gemacht. Wir sind einfach zu gut für diese Welt. Was ich fragen wollte, wofür ist dieses Schwert? Für den Kampf gegen Werbären? Hat es Eisorks niedergestreckt? Ist es überhaupt zugelassen? Ist es aus Furcht geschmiedet? Ach das ist für die Gartenarbeit. Ich stutze meine Hecke damit. Aber da alles erledigt ist und meine Petunien in voller Blüte stehen, bin ich bereit, mich davon zu trennen. Und das nur für eine Goldmünze. Damit kannst du sicher jede stachelige Situation lösen. Eine Goldmünze, das hätten wir. Auf bald! Denk ans Beintraining! Ja, genau. Also ich mag sie irgendwie. Denk ans Beintraining. Beintraining ist wichtig. So. Also gut, also hier hätten wir so eine Art Gartengerät, respektive schon fast ein Monsterbeseitiger, wie das aussieht. Kostet aber eine Goldmünze. Bevor wir jetzt jedoch die Goldmünze einfach so rausschmeißen, wollte ich noch in den anderen Läden nachsehen. Oh, ich komme! Verzeiht die Schlösser, es sind Diebe in der Stadt. Ja, hallo! Ah, ein Schnurrbartträger! Ah, hallo! Ich würde ja guten Tag sagen, aber das trifft heute nicht zu. Die Brücken sind ausgefallen, mein Zulieferer kommt nicht und während ich bei der Parade war, wurde mein Brotlaib gestohlen. Ach nicht. Du hast nicht zufällig jemanden mit einem großen Stück Sauerteig gesehen, oder? Nö. Die Eichhörnchen haben es geklaut. Lüge, Lüge. Ein Ritter soll stets ehrenwert sein, wir sind ehrlich. Naja, das habe ich mir quasi geborgt. Ein Mann saß fest und brauchte Hilfe. Und ich habe keinen zum Bezahlen gefunden. Da habe ich es so mitgenommen. Tut mir leid. Du hättest das Geld auf dem Tresen lassen können. Aber jetzt geht es mir schon besser. Ich bewundere Ehrlichkeit und ich bin froh, dass ich nicht mehr abschließen muss. Ich sag dir was. Kauf mir einen Kuchen ab und wir vergessen die Sache. Ja, ich stehe ja auf Kuchen, aber wir sind gerade ein bisschen knapp bei Kasse, weil uns dieser dämliche Krämer... Hoffentlich wissen die Leute meine Umarmungen zu schätzen. Aber das bin ich ganz sicher. Auf dem Schild stand, fragt nach Kostproben.
Na dann frage ich mal nach Kostproben. Du müsstest mal was auf die Rippen kriegen. Das habe ich schon. Keine Angst. Gibt's hier auch gebackene Augen? Was riecht denn hier so gut? Bekommt man hier Kostproben? Wir fragen uns erstmal nach den Augen. Rieche ich da etwa einen leckeren, scheußliches Untier-Schokoladen-Augenkuchen? Du suchst dein Auge, hm? Dann ist es wohl wieder soweit. Ehrlich gesagt kann ich es nicht ausstehen. Die Fays wurden anders erzogen. Dieses sinnlose Kämpfen ist doch archaisch. Liebe geht durch den Magen, sagt man. Und Mitgefühl ebenso. Wozu braucht man Augen, wenn es Kuchen gibt? Du scheinst ein mitfühlender Bursche zu sein. Wir werden uns sicher gut verstehen. Bitte beteilige dich nicht an der Gewalt. Und er hat ja sowas von Recht. Wofür Kriege, wenn wir auch Kuchen haben? Was riecht denn hier so? Was ist im Angebot? Heute backe ich eine Köstlichkeit. Großmutters Sternpilzkuchen. Er ist groß genug, um eine Armee zu ernähren. Oder jemanden, der den Appetit einer Armee besitzt. Ich habe ihn schon mal allein aufgegessen. Verurteile mich nicht. Schließlich würde niemand einem dürren Bäcker trauen, oder? Hm? Das stimmt, Hingegen. Leider wurden meine Zutaten nicht geliefert. So kann ich den Teig nicht fertigstellen. Bis die Brücken wieder im Einsatz sind, müssen alle mit meinem Ziegenhufkuchen vorlieb nehmen. Oh, ein Vorschlag. Wenn du mir Sternbeeren und Zuckerpilze besorgst, kannst du den gewaltigen Kuchen zum einmaligen Preis von einer Goldmünze haben. Das klingt doch fair. Wo ich die Zutaten finde, das weiß ich eigentlich bereits. Wo finde ich die Zutaten für den Riesenkuchen? Ich benötige auch eine Goldmünze, aber welche Zutat? Die Zuckerpilze habe ich ja schon. Die Sternbeeren. Die sind doch beim Picknick. Gelb und wachsen auf hohen Bäumen in sonniger Lage. Genau, ja, ich weiß eigentlich auch schon, wo das Egal. Ist. Gibt es Kostproben? Nur heute. Und zwar unseren neuen Walnussstrudel. Ach, das klingt Allerdings lecker. Habe ich keinen Bitterwurz mehr. Allein schmeckt das Zeug fies, aber es unterstreicht den nussigen Geschmack des Strudels. Meist wächst es unter großen, schweren Felsen. Bring mir was und du kannst den Strudel probieren. Das mit dem großen Felsen, das mit dem großen Felsen, das kennen wir ja auch schon. Okay, ja, dann guten Tag. Knusprigen Tag noch. Die Leute von Daventry, die gefallen mir. Die sind mir sympathisch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er das Picknick arrangiert hat, weil er gesagt hat, Liebe geht durch den Magen. Tja, und weil Liebe durch den Magen geht, wird es jetzt höchste Zeit, dass wir uns mal was einverleiben. Also alle an den Kühlschrank und in der nächsten Folge dann wieder einschalten. Nee, ich hoffe natürlich, ihr seid dann wieder dabei. Hat mich gefreut, habt ihr reingeschaut. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt cool, bleibt sauber, macht keinen Scheiß, bleibt anständig und bis dann. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, ciao.